Hallihallo, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch die Limited Media Book Edition von Rock'n'Roll High School mitgebracht. Der wird von Anolis im Vertrieb der Eyecatcher Media am 28. September diesen Jahres veröffentlicht, und zwar einmal in der normalen Keepcase-Version und dann noch in dieser schicken Mediabook Edition. Der Film ist aus dem Jahr 1979 und Regie führten Jerry Zucker, Joe Dante und Alan Arkush. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So, wir schauen uns mal das Cover genauer an. Richtig schön verspielt, gefällt mir super. Und hier sind die Ramones. Genau, die Ramones, das sind auch die, die diesen Film mehr oder weniger aus der Belanglosigkeit herausheben. Eigentlich, das ist die Zeit des Disco gewesen, hätte das ein Disco-Film sein müssen, hätte dann Disco High School geheißen. Stattdessen heißt er Rock'n'Roll High School. Nicht zu verwechseln mit der Rock'n'Roll Realschule von Die Ärzte. Allerdings, ja, die haben da drauf angespielt. Genau, auf der Seite haben wir den Titel nochmal draufstehen, hier unten am Blu-ray-Disc und hier oben Anolis. Auf der Rückseite haben wir die Produktinformationen inklusive der zahlreichen Extras. Wir haben Audiokommentare, jede Menge Audiokommentare, unter anderem auch einen deutschen Audiokommentar mit Jörg Buttgereit und Alexander Iffländer. Was wir hier noch drauf haben, das seht ihr dann hinterher in meiner Rezension auf blu-raydisc.de. Da werde ich dann auch auf Bild und Ton eingehen. Jetzt schauen wir uns erstmal das schöne Mediabook an. Dazu öffnen wir es mal. Ich gehe hier mit dem Messerchen rein und ziehe es einmal hier lang. Und dann merken wir auch schon, das FSK-Siegel braucht uns nicht zu jucken, denn das befindet sich auf diesem Vorlageblatt. Tada! Schick, ne? Darunter haben wir dann das gleiche Artwork, allerdings ohne das störende FSK-Siegel. Dann haben wir hier unten auch den Schriftzug mittig, so dass es richtig gut aussieht. Auf der Rückseite haben wir Hinweise auf die kommenden und bereits erschienenen Mediabooks aus dem Hause Anolis Eyecatcher. Ja, das sind die ganzen Filme von Hammer. Hier Dracula jagt Minimädchen, Draculas Rückkehr und natürlich Geheimagent Barrett greift ein, der ist ja schon draußen, den habe ich ja schon gezeigt. Jetzt schauen wir uns das Mediabook mal von innen an. Wir haben ja hier vorne schon mal ein schönes Szenebild. Informatives Booklet. Informativ sage ich jetzt mal. Also mir gefällt das sehr gut hier mit diesem Ringordnerstil. Es ist natürlich kein Ringordner, sondern es ist, ich denke, getackert. Genau, es ist getackert in der Mitte. Doppelt getackert, nicht dreifach getackert, sondern doppelt getackert. Nicht genäht, nicht geklebt, sondern getackert. Ja, hier drin haben wir, wie ihr seht, viel Text, viele Bilder. Ich habe das natürlich noch nicht gesehen. Ihr wart ja gerade dabei, wie ich das ausgepackt habe. Aber auch darauf gehe ich dann später ein. Und hier haben wir die Blu-ray, finde ich sehr cool gemacht, im Schallplattenstil, im Vinylstil. Schade, man hätte das jetzt hier auch noch so ein bisschen strukturieren können, wie die Hörspiel-CD der ersten Huibu-Geschichte. Ja, so schaut es aus. Also ja, und wir haben auch auf der Rückseite noch einen farbigen Druck. Gabba gabba, hey. So, das ist es, das Mediabook von Rock'n'Roll High School, erhältlich ab dem 28.09.2018. Wenn euch das Video gefallen hat, dann scheut euch nicht mehr, den Daumen nach oben zu drücken, schreibt was Liebes in die Kommentare und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer Michael Speyer, Be Blue, see you.